Wir wollen auch für den Segen in dieser Stunde beten und wie schon gesagt auch für die Brüderbesprechung am heutigen Nachmittag. Zuerst will ich aber noch das Einleitungswort lesen aus Hebräer 11, die Verse 1 bis 6, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Hebräer 11 von Vers 1 bis 6. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Soweit das Schriftwort. Wir wollen nun aufstehen und wir wollen frei sein zum Gebet. Unser Vater in dem Himmel, großer und allmächtiger Gott, in tiefer Ehrfurcht kommen wir vor deinen Gnadenthron und bitten dich jetzt in dieser Stunde um deinen besonderen Segen, dass du unter uns bist, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist, dass du deinen Boten benutzt, um zu einem jeden einzelnen Herz zu sprechen, das heute hier vor Ort ist oder auch online zuschaut. Vater, ich bitte dich, dass du das Wort übersetzen kannst in die einzelne Lebenslage hinein und dass es dort das ausrichtet, wozu du es gesandt hast, Vater. Gib du bitte den Segen. Wir wollen jetzt ganz still werden, wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Und deshalb bitte ich dich, dass du alles, was störend ist, wegnimmst. Hilf uns, ganz, ganz stille zu sein. Vater, wir bitten dich jetzt besonders für Bruder Paul Krämer. Du siehst sein Leid, du siehst seine Krankheit. Und wir wollen ihn dir bringen, weil du der Arzt bist, weil du der Retter bist, weil du unser Heiland bist. Wirke du, Vater. Wir wollen dich auch für den Rest des Tages bitten, wenn heute Nachmittag die freie Zeit ist, so kannst du uns bewahren, wenn wir unterwegs sind. Du kannst aber besonders auch die Brüder hier segnen in der Besprechung. Schenk da einfach die Einheit. Schenk da die Leitung deines Geistes, Vater. Du siehst, dass sie Verantwortung tragen. Und du siehst, wie groß die Gefahr ist, dass sie ausreißen, dass sie einen Teil der Herde ins Verderben stürzen, wie es in der Vergangenheit immer wieder war, Vater. Deshalb wollen wir von Herzen für sie beten und dich um deine Leitung bitten. Amen. Heute soll uns ein Thema beschäftigen, bei dem wir den Gedanken in Lukas 18 finden. In Lukas 17 beginnt es im Vers 20 eigentlich mit dem Gespräch, das Jesus mit den Pharisäern hatte. Und die haben gefragt, wie ist das mit dem Reich Gottes?
Und da spricht Jesus davon, dass es halt nicht mit äußerlichen Gebärden, sondern das Reich Gottes ist etwas Geistliches. Und dann, Vers 22, dann sieht man, dass Jesus dann die Jünger so an die Seite genommen hat. Er war vielleicht mit ihnen unterwegs. Und dann hat er diesen Gedanken aufgegriffen von dem Reich Gottes und er ließ die Jünger so einen Blick in die Zukunft tun. Er sprach mit ihnen über die Zeit, die kommen sollte. Er sprach davon, dass er den schweren Gang antreten wollte, dass er leiden und sterben müsste. Und dann sprach er auch über die Zeit, wie es sein wird, wie sich alles entwickeln wird, über Lots Zeit und oder auch über ja, die Zeiten Lots, wie Gott dort eingegriffen hat. Und kommt dann dahin zu dem Punkt, dass der Herr Jesus davon spricht, dass er wiederkommt. Und in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere nicht. Also im Prinzip spricht Jesus dann von der Endzeit. Und in diese Reden über die Endzeit hinein bringt er das Gleichnis von dieser Witwe, die so ein dringendes Bedürfnis hatte und dort in der Stadt ein Richter war, der ihr hätte Recht verschaffen müssen, aber er wollte nicht. Und wie diese Witwe wirklich alles dran setzte und mit einer außergewöhnlichen oder ja mit einer besonderen Beharrlichkeit ihre Bitte vortrug, bis dann der Richter nachgegeben hat. Die reden über die Endzeit. Und dann sagt Jesus, so sollt auch ihr beten. Und dann sagt er, Vers 7, sollte auch Gott nicht retten seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es mit ihnen verziehen? Ich sage euch, er wird sie erretten in einer Kürze. Wisst ihr, wenn ich dieses Wort lese oder in der Vergangenheit gelesen habe, das ist so eine Stelle in der Bibel, es gibt noch mehrere, da wünschte ich, dass es anders weitergeht. Aber Jesus sagt dann, nachdem er sagt, Gott wird erretten in einer Kürze, und dann sagt er, doch wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden. Und dieser Gedanke, der Glaube in der letzten Zeit, der soll uns heute beschäftigen. Natürlich gibt es viel Glauben auch heute. Es gibt viel Glauben. Aber wisst ihr, egal was die Menschen heute glauben, das Entscheidende ist doch, was uns hier in diesem Saal betrifft, wie steht es mit uns, mit deinem und meinem Glauben? Haben wir den Glauben, von dem der Herr Jesus spricht, nachdem er fragen wird? Haben wir den Glauben in einer Welt voller Unglauben, voller Zweifel, voller Aberglauben? Haben wir wirklich diesen kraftvollen Glauben in einer frommen Welt? Wir sind ja noch in einer Gesellschaft, die doch in gewisser Weise noch den christlichen Werten verbunden ist. Aber ein Christentum ohne Kraft hat. Haben wir den Glauben, den Gott sucht? Und wenn wir den Glauben haben, haben wir einen Glauben, der durchträgt durch die Zeit, durch die Kämpfe, durch die Stürme, der durchhält, bis der Herr erscheint? Es ist doch irgendwie
auch für uns schwer zu fassen. Wir würden doch gerne versuchen, den Glauben zu bemessen und sagen, lieber Gott, ich möchte einen großen Glauben. Ja, was ist das, ein großer Glaube? Jesus sagt nicht, wenn ihr einen großen Glauben habt, dann werdet ihr Berge versetzen. Er sagt, glaube wie ein Senfkorn. Naja, wie geht das jetzt? Ja? Wie passt das? Und es ist mein Wunsch, dass wir alle uns verabschieden davon, dass wir Gott berechnen können, dass wir mit unseren menschlichen Kategorien Gott fassen können. Wir können sein Handeln, wir können sein Wesen mit unserem kleinen Verstand nicht kategorisieren, nicht bemessen und auch den Glauben nicht. Und die Wirkung des Glaubens, wir können nicht sagen, wenn ich einen großen Glauben habe, dann ist Gott verpflichtet, mir all das zu geben, was ich will. Wir haben Situationen erlebt, viele Situationen, da waren Menschen, da merkt man, das ist wirklich so ein ganz kleiner Glaube, ein kindlicher Glaube, ein Aufschauen zu Gott, Herr, hilf, und Gott hilft. Und auf der anderen Seite Menschen, die wirklich Gott geweiht sind, die Gott dienen, die Glauben bewiesen haben, dass sie Glauben haben und sie glauben in der Situation und sie beten und Gott lässt sie noch warten. Wisst ihr, wir können Gott nicht berechnen. Wir können ihn nicht in eine Kategorie, in eine Schablone fassen. Das geht nicht. Gott ist Gott. Er wäre nicht Gott, wenn wir ihn mit unserem menschlichen Verstand fassen könnten. Er ist weit größer. Und ich habe manchmal das Gefühl, er gibt sich die größte Mühe, uns klarzumachen, dass wir ihn und sein Handeln nicht verstehen können, weil es viel größer und weiter ist als unser kleiner Verstand. Der Verstand, das ist so, als ob ein Kind an der Nordsee mit seinem Eimerchen versucht, die Nordsee auszuschaufeln. Das Kind wird nie fertig. Und so ist es mit unserem Verstand. Wir werden nie die Tiefe und die Weite Gottes erfassen können und seines Handelns. Er gibt uns so eine Ahnung, einen Bruchteil. Paulus schreibt im 1. Korinther 13, er gibt uns so ein Stück weit einen Blick, ein Verständnis, eine Ahnung davon. Wenn wir aber in der Ewigkeit sein werden, dann wird er sozusagen diesen Vorhang wegnehmen und dann sehen wir dieses große, gewaltige Bild, was wir hier als Menschen nicht verstehen können. Und deshalb ist es so, dass wir einfach glauben müssen. Wir müssen diesen lebendigen Glauben haben an Gott, diesen großen, gewaltigen Gott. Und der führt dann zu dem anhaltenden Gebet. Habt ihr schon mal an einem warmen Tag einem Kind ein Eis versprochen? Das Kind kommt einmal und sagt, Papa, ich möchte gerne Eis. Okay, ich gebe dir gleich ein Eis. Und man macht eben die Sache fertig. Und das Kind, das steht dann da, sagt, Papa, ja, gleich. Und dann geht das Kind raus und spielt weiter. Ist das typisch Kind? Das Kind bleibt. Papa, wie war das mit dem Eis? Papa, ich warte jetzt schon die ganze Zeit. Wie ist es? Wann gibst du mir das Eis? Papa, bitte. Das Kind, es bleibt dabei, bis es das versprochene Eis bekommt. Und das ist die Lehre, die hier in Lukas 18 steht, dass wir wirklich unseren Vater immer wieder erinnern dürfen. Immer wieder ihm das, unsere Bitte bringen. Dieser lebendige Glaube, er weiß, Gott ist mein Schöpfer. Keine Zweifel, nicht im Ansatz. Und egal, wo wir sind, wir werden immer wieder Beweise
dieser großen, mächtigen Kraft Gottes finden. Wir haben in Hebräer 11 dieses Wort gelesen oder gehört, im dritten Vers, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben, durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Also das, was wir sehen, hat seinen Ursprung in dem Wort Gottes. Es werde und es ward. Der Glaube hat dieses als Grundlage. Was auch immer kommt im Leben, welche Erlebnisse, welche Gedanken und welche Theorien uns beschäftigen oder uns begegnen. Wir wissen, Gott ist Realität. Wir wissen, es gibt Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Das ist für uns eine Realität. Wir wissen dieses, eine Sicherheit. Und das Besondere ist, dass wir nicht nur wissen, dass Gott da ist, sondern wir wissen auch, und das ist ein Wunder, ihr kennt doch unseren Bundeskanzler, ne? Der Herr Scholz. Gibt es irgendeinen hier im Raum, den der Herr Scholz persönlich kennt? Keinen. Gibt es irgendeinen im Raum, den der Schöpfer, der Gott, den Gott persönlich kennt? Gott kennt uns, jeden von uns, ganz persönlich. Und das wissen wir. Keiner hat Zweifel. Und das ist so wichtig, das ist Glaube, dass der Glaube diese Sicherheit hat, Gott kennt mich und Gott weiß alle Dinge. Und das andere ist, dass ich weiß, Gott hat einen Willen für mich und mein Leben. Das hat er mir erklärt. Und ich weiß, in den Verheißungen sehe ich, was ist der Wille Gottes für mich. Und wenn ich das Wort Gottes lese, dann ist es für mich der Brief, sozusagen das Testament, das Gott mir gegeben hat, dass ich erkennen kann, was er mir geben will oder was sein Wille für mich ist. Und ich weiß auch ganz genau, dass Gott alle seine Verheißungen kennt, auch wenn ich alle Verheißungen in der Bibel nicht kenne, weil ich habe sie vielleicht gelesen und habe sie vergessen. Oder gerade auch für eine besondere Situation. Ich denke nicht dran, welche Verheißung da für mich im Wort Gottes ist. Aber das Schöne ist doch so, Gott kennt alle seine Verheißungen. Und er weiß ganz genau, was er gesagt hat. Und im Psalm 33 heißt es im vierten Vers, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss, kein Zweifel. Und das ist ein wichtiges Element des lebendigen Glaubens, dass er weiß, Gott ist da. Er hat seinen Willen kundgetan und dieser Wille gilt mir und Gott ist an seine Verheißung durch sein Wort gebunden. Und ich weiß auch, Gott löst seine Verheißungen ein. Und er löst sie ein und zwar in seiner Weisheit und in seiner Allmacht. Und hier ist wieder dieses wir Menschen, nimm doch mal das Beispiel mit den Kindern. Wie oft haben wir es als Eltern erlebt, dass unsere Kinder einen Wunsch haben und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Wunsch für sie. Aber wir sagen, Kind, sorry, nein, weil ich sehe viel weiter als du. Haben wir dem Kind vielleicht nicht gesagt, aber das ist doch die Ursache. Wenn das Kind einen Wunsch hat, dass wir ihm ohne Probleme geben können, erfüllen können, ja, kein Problem. Aber manchmal ist es verantwortungsbewusst, dass wir anders handeln, als das Kind es wünscht. Und so wissen wir, Gott geht seinen Weg, er hört uns, er kennt uns, er löst seine Verheißungen ein nach seiner Macht und in seiner Weisheit. Und das andere ist, das andere Element, das ist nicht nur das Wissen, sondern das ist auch die Zustimmung unseres Verstandes, unseres Herzens zu dem Willen Gottes. Ich stimme dem ganz bewusst zu und sage, das Wort Gottes ist wahr. Auch für mich ist es wahr.
und ich lege mich ganz bewusst in die Hand meines Gottes. Ich vertraue mich ihm an. Wie geht das? Das ist so, als ob mein Kind gerade den Führerschein gemacht hat und sagt, Papa, du möchtest da und dahin fahren? Okay, darf ich dich fahren? Na klar, komm. Wir steigen ein ins Auto, das Kind am Steuer und ich drehe meinen Sitz runter, nehme mein Kissen und schlafe. Das ist, ich lege vertrauensvoll, lege ich mich sozusagen, befehle ich mich sozusagen meinem Kind an, dass es gut fährt, dass es vorsichtig ist und so weiter. Versteht ihr, was ich meine mit sich in die Hand Gottes zu legen? Ich befehle mich Gott an, weil ich weiß, er wird meinen Weg führen. Er wird das geben. Und mein Herz ist, hat beschlossen, gehorsam den Willen Gottes zu tun. Das ist Glauben. Glaube, der, den Gott sucht. Und es ist nicht nur, dass ich sozusagen diese Zustimmung gebe, diesen Entschluss fasse, ich glaube Gott, sondern dass ich auch handle, dass ich mich halt auf den Beifahrersitz setze, meinen Sitz runterdrehe und mich und wirklich schlafe, nicht mit einem halben Auge aufbleibe und dann beobachte und, Kind, hast du gesehen? Nein, wirklich schlafen. Ich gebe mich wirklich in die Hand Gottes und behalte nicht noch einen Rest von Kontrolle. Schwierig für uns Erwachsene, weil wir Erwachsene fühlen uns sicher, wenn wir die Kontrolle haben. Und das Problem ist, dass wir selbst ein Problem damit haben, Gott alles zu übergeben. Wir möchten so ein bisschen selber kontrollieren. Aber der Glaube gibt ab, lässt sich fallen in die Hand Gottes. Und der Glaube nimmt aus der Hand Gottes die Verheißungen. Er weiß, was Gott zusagt, das hält Gott gewiss. Und so lässt der Mensch sich im Willen Gottes leiten vom Geist Gottes, dass Gott uns führen kann. Und dass, egal was dann auch kommt im Leben, dass wir auf dieser Grundlage stehen. Ich weiß, ich stehe hier auf dem Fels Jesus Christus, auf dem Fels meiner Seligkeit. Ich bin geborgen in Gott. Und wenn dann auch viele Dinge passieren um mich herum, es gibt ja diese besonderen Orte, an denen über einen tiefen Abgrund eine Glasplattform gebaut worden ist. Ja, dann ist vielleicht in den Fels so, sind in Eisenstreben eingebaut worden und darüber ist eine Platte gelegt mit einem Geländer. Und jetzt können Menschen halt über diese Abgründe gehen, auf dem sicheren Glas, auf dem sicheren Untergrund. Aber wisst ihr, wenn ich da runter gucke und mir vorstelle, ich stürze irgendwie da runter, ich wage mich keinen Meter zu gehen. Ich muss vorausschauen. Ich gucke auf das Ziel, ich gucke weiter in die Ferne. Und dann kann ich gehen. Ich fühle es sicher, ich weiß, es ist sicher und dann kann ich gehen. Mein Gefühl, wenn ich runtergucke, das mag ganz anders funktionieren, ein ganz anderes Ergebnis geben. Aber ich weiß, ich stehe fest, gegründet auf dem Wort Gottes, im Willen Gottes. Und egal was passiert, ich bin in der Hand Gottes und er wird mich durchtragen. Und dann kann ich durchgehen. Und wisst ihr, es ist tatsächlich so, Gott führt uns solche Wege, dass wir immer mehr auf ihn vertrauen. Je länger wir Gott dienen, dass wir immer mehr uns fallen lassen in seine Hand. Zu Anfang erwartet er noch nicht so viel. Aber je weiter wir kommen, umso mehr nimmt er unsere Sicherheitsreserven weg und es bleibt letztendlich nur noch seine Hand, an der wir gehen.
oder sein Arm, der uns trägt. Wir wissen nicht mehr, wie das weitergeht. Wir können nur noch sagen, Herr, ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig orientierungslos. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber Herr, führe du mich. Der Glaube. Der Glaube rechnet mit Gottes Verheißung. Er rechnet mit den Taten, diesen machtvollen Taten Gottes. Der Glaube, er rechnet mit dem Herzen Gottes, diesem Herz voller Liebe und Barmherzigkeit. Gott weiß doch, Psalm 103, Gott weiß doch, dass wir Menschen sind. Er kennt uns doch, wie wir sind. Und er hat doch Geduld mit uns. Er hat uns doch lieb. Damit rechnet der Glaube. Auch wenn es mal nicht so klappt, wie es sein sollte. Aber im Glauben kommen wir zu Gott und Gott hilft. Ich hatte ja gesagt, dass dieses Gleichnis über das Gebet und dann auch der Ausspruch über den Glauben eben bezogen ist auf die letzte Zeit. Und wisst ihr, das ist damit ein besonderes Wort für uns, dass wir in der letzten Zeit bedacht sind, dass unser Glaube in Gefahr steht. Wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde auch glauben oder er werde auch den Glauben finden auf der Erde? Naja, wird er den bei uns in Deutschland finden? Wird er den Glauben bei mir finden? Wir haben ja manche Reden des Herrn Jesu und ich möchte ein Gleichnis des Herrn Jesu, das er speziell auch auf die Endzeit bezogen hat, wenn er wiederkommt, das Gleichnis möchte ich nehmen, um einfach das auf den Glauben anzuwenden. Eigentlich ist der Inhalt dieses Gleichnisses oder das Hauptobjekt dieses Gleichnisses wird bezogen auf die Liebe oder auf den Heiligen Geist. Aber ich möchte es auf den Glauben anwenden. Wisst ihr, was ich meine? Matthäus 25, die 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. 5 unter ihnen waren töricht, 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. In kurzen skizzierten Strichen ist hier das Bild gemalt. Keine Details, einfach nur ganz zack, zack. 10 junge Frauen oder Jungfrauen haben ihre Öllampen. 5 davon haben noch einen zusätzlichen Vorrat an Öl mitgenommen und 5 gingen davon aus, der Bräutigam kommt in Kürze und haben nur die Lampen gehabt und alle 10 Lampen brannten und so sind sie alle dem Bräutigam entgegengegangen und haben alle auf die Ankunft des Bräutigams gewartet. Und anfänglich leuchteten auch alle Lampen. Es ging eine ganze Zeit, sie warteten und warteten und die Lampen brannten still vor sich hin. Zu Anfang, als sie sich bekehrt hatten, sie hatten alle Glaube. Sie wendeten den Glauben an. Sie hatten Erfahrungen im Glauben. Sie dienten Gott. Und sie glaubten dem Herrn und vertrauten ihm. Und wenn Jesus zu der Zeit gekommen wäre, der Bräutigam, wie viel wären eingegangen zur Hochzeit? 5 oder 10? 10. Worin lag der Unterschied? Und das ist auch etwas, was irgendwie mir in der letzten Zeit erst so groß geworden ist. Der Unterschied lag darin, dass 5 von ihnen sich vorbereitet haben für den Fall, dass sie länger darauf warten müssen, dass der Bräutigam kommt. In diese Vorbereitung auf das längere Warten
Darin lag der Unterschied. Also, dass sie gesagt haben, uns ist nicht ganz klar, wann genau der Bräutigam kommt. Aber für den Fall, dass er noch länger braucht, als halt die normale Ration des Ölvorrates ist, nehme ich vorsichtshalber noch etwas mehr mit. Sie waren vorbereitet für die Länge. Und wie ist das im Glaubensleben? Man geht voran und dann im Laufe der Zeit werden die Lektionen, die Gott uns gibt, anspruchsvoller. Wir haben den Bruder Erich besucht und da sagt seine Frau am Tisch, also wisst ihr Geschwister, als ich mich bekehrt habe, hat Gott alle meine Gebete erhört. Ich habe so viel Erfahrung mit Gott gemacht. Ja, es ist oft so, dass wenn wir Gott anfangen zu dienen, die ersten Schritte, die ersten Erfahrungen, Gott lehrt uns Glauben, indem er unsere Gebete beantwortet und wir schnell eine Antwort haben. Und je länger wir dann gehen, das ist wie mit der Schule, umso anspruchsvoller werden die Aufgaben. Und umso anspruchsvoller werden die Anforderungen an unseren Glauben, dass wir wissen, auch wenn wir nichts sehen, nichts fühlen, wir wissen aber, was unsere Grundlage ist. Und dann ist es halt so, dass bei manchen Menschen dann das Glaubenslicht anfängt zu flackern. Man wird unsicher und irgendwann löscht es aus. Und dann übernimmt man selbst die Kontrolle. Man tritt aus dem Glauben heraus, übernimmt selbst die Kontrolle, ist alles doch okay, ich bin ja noch die Jungfrau, ich warte auf den Bräutigam, aber mit dem Glauben ist es irgendwie nicht so. Es kommen halt dann statt des Glaubens, statt dass der Glaube wächst, kommen mehr Zweifel, mehr Fragen. Und dann ändert sich halt die Qualität. Man fängt an, mehr menschliche Logik reinzubringen. Naja, Gott hat uns so einen Verstand gegeben. Ich kann doch jetzt nicht einfach nur so, weil das im Wort Gottes steht, kann ich jetzt mich darauf verlassen. Ich habe doch einen Verstand, ich muss doch eine Entscheidung treffen. Gott hat uns doch eine Verantwortung gegeben. All diese Sprüche, die habe ich schon so oft gehört in meinem Leben. Alles Zeichen, dass der Mensch eben nicht Gott völlig glaubt, weil man hat halt menschliche Argumente, menschliche Gründe. Oder die andere Seite ist wiederum, dass man eine Art des Glaubens entwickelt, der so eine Forderung gegen Gott hervorbringt, dass man sagt, lieber Gott, ich habe jetzt alles getan, jetzt gib. Du bist es mir schuldig. Gott kann nicht anders, er muss mir jetzt geben. Wenn die Kinder so vor den Eltern stehen und sagen, Papa, du musst mir das jetzt geben. Was wird der Vater sagen? Mein Kind, ich muss nicht. Wir werden so niemals etwas von Gott bekommen. Gut, Gottes Güte und Barmherzigkeit mag vielleicht doch noch uns eine Gnade zuwenden, dass Gott uns hinführt, dass er uns das zeigt. Aber das ist eine falsche Haltung gegenüber Gott. Gott ist der Herr. Wir sind Menschen und wir können die göttliche Weisheit und Allmacht Gottes nie fassen. Und es ist ein Zeichen mangelnder Gottesfurcht, wenn der Mensch so fordernd vor Gott auftritt. Nehmen ja, aber nicht fordern. Der Glaube verändert sich und das ist ja auch so, wir sind ja erwachsen, wir stehen im Leben und wir können das auch selber erledigen. Ich brauche doch nicht den Glauben. Ich regel das selber, weil ich bin ja klug. Aber wenn
wenn ich sage, stopp, stopp, ich bin ein Kind Gottes, ich diene Gott, es gibt hier ein Problem, ich könnte jetzt anrufen und das klären und machen und tun. Ich könnte vielleicht sogar sagen, lieber Gott, ich rufe jetzt da an und sage dann da ordentlich Bescheid, ich bitte dich, gib deinen Segen dazu. Manche denken ja auch so, aber richtiger ist es doch zu sagen, lieber Gott, ich habe ein Problem. Zeig mir doch bitte, was soll ich tun? Oder Herr, wie willst du dieses Problem für mich lösen? Oder übernimm doch dieses Problem und löse dieses Problem für mich. Dass ich ganz bewusst verzichte darauf. Ich will es mal noch praktischer machen. Dass der Glaube so praktisch in unserem Leben wird, dass wenn ich einkaufen gehe, ich sag mal so, wenn man Kleidung kauft, dass man den Herrn bittet, uns zu beraten beim Kauf der Kleidung. Ich habe das gemacht. Ich bin halt so. Ich war vielleicht so 27, 28, habe da im Büro gearbeitet und dachte ich, Mensch, ich gehe mal hier in diesen Herrenausstatter, in das Geschäft, gehe rein. Der nette Herr bedient mich und sagt, was brauchen Sie? Ja, ich würde mal gerne nach dem Anzug gucken. Guckt er mich an, so ein älterer Mann. Moment. Geht hin, greift rein und sagt, das ist der Anzug für Sie. Okay, ich ziehe den an, ja. Passt. Preisschild, ups. Eben mal so reingehen und mal so, weiß ich nicht, 400 Euro ausgeben oder 500 oder so, war nicht so mein Ding. Okay, sage ich, ganz herzlichen Dank. Ich habe ihm den Anzug wiedergegeben, bin rausgegangen, habe mich draußen vor dem Laden so auf so ein Geländer gelehnt und ich sage, lieber Gott, was soll ich machen? Soll ich diesen Anzug jetzt kaufen oder soll ich ihn hängen lassen? Was möchtest du? Was gefällt dir? Der Herr sagt, geh, kauf ihn. Ich gehe rein, kauf ihn. Ich habe mich bestimmt 15 Jahre an dem Anzug erfreut und mich immer wieder erinnert, wie Gott mir geholfen hat, dieses gute Stück zu kaufen. Wisst ihr, ich kann es auch alleine, aber der Glaube verlässt sich auf die Leitung Gottes immer stärker und er gewöhnt sich. Die Schwester Knopp hat früher gebetet, lieber Gott, ich habe mich so an dich gewöhnt. Ja, das ist dieser Wandel mit dem Heiland. Dass wir ihn fragen und er gibt uns. Und dadurch, dass wir so viele Lösungen haben, hören wir vielleicht auf, eben Gott zu bitten und haben immer weniger Erfahrung. Aber wir können das üben. Und dann gibt es halt auch noch ein anderes Thema oder ein Problem, dass unsere Bitten orientiert sind an unseren Wünschen und unseren Vorstellungen. Nicht an der Ehre Gottes. Nicht an dem, was Gott verherrlicht. Ich möchte, was mir gefällt, was mir wohltut. Ich möchte, dass meine Probleme beseitigt werden. Ich möchte eigentlich, na gut, man sagt das nicht so, aber eigentlich würde mir das schon reichen, wenn Gott mein Dienstleister ist, damit es mir gut geht. Damit ist Gott nicht einverstanden. Da macht Gott nicht mit. Und dann gibt es eben andere Menschen, die auch das Bekenntnis haben und ich sag mal Jungfrauen in dem Sinne sind, die leben einfach mit dem Mangel in ihrem Leben und haben sich so daran gewöhnt, dass das geistliche Leben halt so, naja, also ich gebe es nicht ganz auf und ich möchte auch selig werden, aber so aus der Fülle leben, dann, nee, das möchte ich eigentlich auch nicht. Ich möchte nicht wirklich so ganz Gott dienen, aber so lebt man im Mangel und gewöhnt sich an den Mangel und freut sich, wenn man Zeugnisse hört über Gebetserhörung, aber man selbst hat nichts erlebt. Können wir sehen, wie bei diesen Jungfrauen die Lampe tot ist? Da ist kein Glaube mehr. Da ist nichts mehr.
Ich möchte noch ein anderes Bild ansprechen, das Jesus auch in Matthäus 24 angesprochen hat. Und da spricht er eben auch über die Endzeit. Und da heißt es in Matthäus 24, Vers 12, und weil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Auch so ein Ding, eine Weissagung auf die Endzeit. Und wieder ist es ja so, es kommt ja nicht darauf an, wie es bei den anderen ist. Es kommt auf uns an, auf dich und mich. Vielleicht noch, wie es in unserer Heimatortsgemeinde ist. Wisst ihr, die Liebe, die Gott uns gegeben hat, das ist ein Anteil an seinem Wesen, denn Gott ist Liebe. Liebe ist nicht irgendwie so was Nettes, wie man sagt, ein nettes Add-on. Nein, das ist nicht so eine Zugabe. Die Liebe ist elementar. Liebe ist Leben. Gott ist Liebe. Keine Liebe, kein Gott. Und darum ist Liebe für uns wirklich entscheidungserheblich oder seligkeitsentscheidend. Wir können nicht selig werden ohne Liebe Gottes. Und wenn wir 1. Korinther 13 lesen, da hat Paulus ja in dem Brief, hat er ja eigentlich mit den Korinthern über ihre Nöte gesprochen. Er hat in Kapitel 12 über verschiedene Gaben gesprochen und im ersten Kapitel sagt er, ihr seid reich an jeder Gabe, alles ist reichlich vorhanden, aber trotzdem hatten sie so viele Probleme, so viele Nöte. Und deshalb geht er darauf ein und spricht über das, was ihnen fehlt. Ihnen fehlten nicht die Gaben, ihnen fehlte Liebe. Vers 4, 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ich kenne dieses Kapitel schon lange. Ich habe das schon oft gelesen, in verschiedenen Bibelübersetzungen. Empfehlen kann ich besonders auch die Pfäfflin-Übersetzung. Die ist mehr eine Übertragung, aber ein sehr wertvoller Text. Aber dass ich das kenne, ist eins. Aber irgendwie war das immer so, die Liebe, Mensch, wenn ich das hier so lese, wenn das wirklich so ist, wie ist das dann mit der Liebe, die ich persönlich erlebe, die ich persönlich habe? Ist meine Liebe wirklich in dieser Qualität? Wisst ihr, und das, was hier steht, das ist nicht die Zieldefinition, wie unsere Liebe vielleicht idealtypischerweise aussehen sollte. Nein, es heißt, die Liebe ist, Punkt. So ist die Liebe. So ist das Wesen der Liebe, die Gott in Gott ist. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann fehlt da die Liebe. Dann ist da Mangel an Liebe. Ich kann euch nur empfehlen, studiert dieses Kapitel immer wieder, immer wieder. Und bittet, dass Gott es uns offenbart. Ich glaube, dass 1. Korinther 13 für uns als Gemeinde ganz, ganz, ganz wichtig sind. Ganz wichtig. Denn die Liebe wird in vielen erkalten, weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Ein Hinweis auf die letzte Zeit. Und so ist es auch mit dem Glauben. Der Glaube, der tritt in den Hintergrund in unserer aufgeklärten Zeit. Wir sind so wissend, wir sind so klug. Wir kommen noch ohne diesen schlichten Glauben aus. Wir haben mittlerweile künstliche Intelligenz. Meine Güte, Fragen? Handy, tak, 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 fertig, hier ist die Antwort. Du hast sogar 5 verschiedene Optionen, du kannst dir aussuchen, was du haben möchtest.
Glaube? Dann ist es ja so, wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum, wir leben ja in der Welt. Und wir werden beeinflusst von dem Geist der Welt. Und zwar dem Geist der Welt, es gibt ja diese Influencer, das heißt, das sind Leute, die machen viel Videos oder andere Blogs oder so, die von vielen Menschen gelesen werden. Und damit, dass viele Menschen das lesen oder konsumieren, was sie produzieren, dadurch haben sie einen Einfluss. Und so sind auch wir von vielen dieser Quellen bewusst oder unbewusst beeinflusst. Und das verändert unseren inneren Kompass. Oder kann ihn verändern. Muss nicht, aber kann. Das ist so ganz, wie man sagt, so ganz subtil. Das ist so ganz so wie unbemerkt. Das ist so wie das Gas, das so unter der Tür durchkommt. So ist das mit dem Einfluss. Wir merken das gar nicht. Zu Anfang merken wir, wir stehen da drüber. Nur es machen sich in unserem Leben plötzlich Folgen werden sichtbar. Unser Geschmack ändert sich, unsere Werte ändern sich, unsere Ziele ändern sich. Beeinflusst von den Dingen dieser Zeit. Ich möchte auch mal an diese Glaubensrichtung erinnern oder darauf hinweisen, diese ganzen Verschwörungstheorien. Ja? Wisst ihr, es ist zum Schreien, wie auch in unseren Kreisen Menschen diesem Quatsch glauben. Wirklich, man glaubt das und man hat Angst, man hat Sorge, man kann nicht mehr ruhig schlafen. Man lässt sich selbst malträtieren und was weiß ich alles. Man glaubt das. Torheit ist das. Man muss der Bibel, dem Wort Gottes glauben, aber nicht all diesen Propheten. Und wenn wir das tun, dann ist unser Glaube falsch ausgerichtet. Wisst ihr, ich weiß, es gibt so viele Gefahren. Es gibt ein Vielfaches der Gefahren, die uns bekannt sind. Und wenn wir uns beschäftigen würden mit den Zukunftsperspektiven, wie es in 20, 30 Jahren aussieht, mit der technischen Entwicklung, mit dem Einfluss des Kapitals und der Politik und der Medien, wisst ihr, das ist so, man kann vor Angst nicht mehr schlafen. Aber Leute, wir haben einen starken Gott. Wir brauchen keine Furcht haben. Wir können im Glauben bleiben und sagen, Herr, Sonntagsschule. Der Lehrer in der Sonntagsschule erzählt den Kindern ein Beispiel und sagt, jetzt stellt euch mal vor, es klopft an der Tür und du weißt nicht, wer da vorne steht. Und du bist alleine zu Hause. Was würdest du machen? Sagt ein kleines Mädchen, ich würde den Heiland an die Tür schicken. Ich würde sagen, Heiland, ich weiß nicht, wer da steht. Ich weiß nicht, was da kommt, aber bitte kümmer du dich doch darum. Und all diese Nöte, lasst uns die doch wirklich Gott überlassen. Die ganzen Ängste um Krieg und all dieses Zeug. Meine Güte, das ist doch nichts Neues auf der Erde. Die Art, wie wir Medien bekommen, das ist neu. Na klar, diese Präsenz, dass wir mittendrin sind in den Problemen, das ist neu. All die Erdbeben und die Katastrophen, ja. Aber wisst ihr, geben wir es ab. Gott kann uns. Und dann wird unser Glaube auch festbleiben. Nicht, wenn wir uns von all diesen Dingen hin und her treiben lassen. Der Glaube vernichtet die Sorgen. Und die Sorgen vernichten den Glauben. Glaube Gott und du hast eine feste Grundlage in deinem Leben. Und bleib dabei. Und egal, was auch immer kommt, welche Regierung auch immer kommt, was wir auch alles erleben auf dieser Welt. Glaube Gott, er bringt seine Kinder durch. Er lässt uns nicht im Stich. Er hat die Macht über das Wetter. Wisst ihr, es ist so schön, wenn wir hier in dem Raum, wenn wir anfangen würden,
Jeder erzählt mal so eine kleine Geschichte, wie Gott das Wetter beeinflusst hat, damit wir einen Vorteil haben. Es gibt so viele Geschichten darüber. Es ist wirklich so. Gott sorgt für das ideale Wetter, wenn es ihm gefällt. Ja, wie viel mehr sollte er für all das andere sorgen? Vielleicht noch eine Sache aus dem Thema Endzeit. Jesus hat das Gleichnis verwendet in Matthäus 13 von dem vierfältigen Acker. Und dann heißt es, Matthäus 13, Vers 7, etliches fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten's. Und dann legt Jesus das später aus in Vers 22, das aber unter die Dornen gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und er bringt nicht Frucht. Und wisst ihr, das ist unser Problem heute. Das ist heute unser Problem. Warum haben wir ein Problem mit Glauben? Es sind die Dornen. Es sind die falschen Prioritäten. Es sind die Opfer, die wir dem Konsum bringen. Es ist das, wisst ihr, natürlich hat die Wirtschaft ein hohes Interesse daran, dass ein junger Mensch schon sehr früh ganz große Autos fährt. Na klar. Und dass er möglichst früh dann ein Haus kauft und sich bis hierhin verschuldet. Wie will man dann von Herzen Gott und frei sein für den Dienst Gottes, wenn ich aber von den Banken so abhängig bin? Dann wird gequält den ganzen, von Montagmorgen bis Montagmorgen. Wird gearbeitet und gemacht, nur damit man seine Verpflichtung einhält. Und dann hat man ja auch noch den Anspruch, weil wenn ich etwas gelten will in meinem Freundeskreis, dann muss ich ja auch noch bestimmte Statussymbole vorzeigen können. Dann muss ich ja auch noch in den Urlaub fahren. Erstaunlich, man kann tatsächlich überleben, auch ohne Urlaub fahren. Ehrlich, es klappt. Haben meine Eltern jahrzehntelang praktiziert. Vielleicht kennt ihr auch Menschen, die haben echt überlebt, ohne nach Teneriffa in Urlaub zu fahren. Oder nach, keine Ahnung. Aber wisst ihr, was kostet es, diesen Urlaub zu haben? Na klar, muss ich dafür arbeiten. Natürlich brauche ich dafür die Zeit. Wisst ihr, es geht mir um die Frage, wie sind unsere Prioritäten? Was ist uns wirklich wichtig? Und dass wir uns nicht vom Geist dieser Zeit ein Wertesystem vorschreiben lassen, sondern vom Wort Gottes. Und dass wir Gott erleben und er uns wirklich in die Tiefe führen kann, der Gotteserkenntnis. Und wisst ihr, wir haben ja, das Thema ist ja heute, der Glaube wird erkalten. Ich möchte jetzt noch ein bisschen schwieriger werden. Wisst ihr, die Predigt kann dazu beitragen, dass Menschen ein Hindernis haben in ihrem Glaubensleben. Die Predigt in der Gemeinde Gottes kann dazu beitragen, dass Menschen, Klammer auf, auch besonders junge Menschen, Schwierigkeit haben, ein glaubensvolles geistliches Leben zu führen. Darf ich das ganz erklären? Wenn der Zuhörer, wenn der junge Mensch sieht, ich predige dieses Niveau, ich predige hier einen hohen Maßstab. Und dann sagen die Menschen, ja, okay, ich sehe das, okay, ich verstehe das, wie du das herleitest und alles, ja, okay. Und dann sagen sie, sorry, darf ich mal kurz gucken, wie sieht denn das bei dir im Leben aus? Interessant. Interessant ist, wenn der Prediger immer seine Frau zu Hause lässt und nie mit seiner Frau dorthin fährt, wo er im Ausland predigt. Weil wenn die Zuhörer die Frau sehen würden und nachfragen, wie sieht es denn bei dir zu Hause aus, dann würde die Predigt irgendwie fraglich sein.
Leider kein Einzelfall. Ich bin völlig dagegen, den biblischen Maßstab abzusenken. Ich bin dafür, dass wir unser tatsächliches Leben dem Wort Gottes anpassen. Das ist unser Ziel. Wenn wir wirklich in dieser Kraft leben wollen, dann muss auch unser Gemeindealltag dem biblischen Maßstab entsprechen. Nicht nur unsere Predigt, nicht nur, dass wir einstehen für die Wahrheit. Ja, die predigen wir. Wisst ihr, wie viele sind irre geworden an der Verkündigung über Heiligung? Weil die Männer, die das Heiligung gepredigt haben, ein völlig anderes Beispiel gegeben haben. Die haben sich gezankt und gestritten über Nebensächlichkeiten, über irgendwelche kulturelle Fragen. Der eine macht es so und der andere macht es so. Ja, und? Wo bleibt die Liebe? Wo bleibt die Heil? Wo bleibt die Demut? Wisst ihr, das ist so ein Elend mit der Demut. Man versteht nicht, dass es elementar ist im Reich Gottes. Und ich bin total sensibel, wenn ich auch Menschen sehe, die so ein Bekenntnis haben und sagen, ach, und wenn ich dann rieche, irgendwie, das riecht so nach Stolz und Hochmut. Der Mensch sucht sich selber. Keine Chance. Irgendwie, das ist so schade. Da hilft alle Schriftkenntnis, da hilft alle klugen und salbungsvollen Worte helfen nicht, wenn die Demut nicht da ist. Wir können einpacken. Denn Gott gibt den Demütigen Gnade. Das ist ein elementarer Grundsatz im Reich Gottes. Und darum ist es so wichtig, dass wir Demut, Liebe, Heiligung ausleben, Gott geweiht zu sein. Das heißt doch, es kommt doch nicht darauf an, was mir dient. Das kommt nicht darauf an, was ich meine. Da kommt es doch nicht darauf an, welche Erkenntnis ich habe. Wenn ich die Erkenntnis habe, dann habe ich die. Paulus sagt, die Erkenntnis ist Stückwerk. Wir Menschen werden immer nur so einen gewissen Ausschnitt aus der vollkommenen Erkenntnis über Gott verstehen. Auch das, was der Heilige Geist uns hier als Menschen vermitteln kann, bleibt im Verhältnis zu dem Vollkommenen, das wir in der Ewigkeit erleben. Es bleibt immer nur ein Ausschnitt. Und ich weiß nicht, ob wir uns selber zumaßen, dass unsere Erkenntnis vollkommen ist. Für den Fall, dass das jemand glaubt, würde ich sagen, sind die Anfänge nochmal nötig. Weil Paulus selbst hat das nicht gemacht. Wir lesen, wie demütig Paulus sagt, und wenn jemand das anders sieht, aber lasst uns doch vom Geist Gottes geleitet sein. Und wenn wir das ausleben, wird Gott segnen. Aber jetzt nochmal zurück. Wenn wir das predigen und diesen Anspruch haben, aber ihn nicht leben, dann werden wir dafür sorgen, dass unsere Kinder und Enkelkinder solche Zweifel haben, dass sie eben nicht diesen Glauben haben werden. Vielleicht halten sie uns sogar für Heuchler. Doch wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Lasst uns all diese trügerische Sicherheit, die wir vermeintlich haben, zähle dazu auch, wenn jemand sich auf die alten Schriften verlässt oder auf alte Literatur verlässt oder auf die Geschichten oder die Lehren der Väter verlässt, wenn das seine Lebensgrundlage ist, dann ist das eine trügerische Sicherheit. Wir müssen uns auf Gott, auf das Wort Gottes, auf die Leitung des Heiligen Geistes verlassen. Und dann werden wir die überraschende Erfahrung machen, dass wenn wir hier gehen und Gott von Herzen dienen, dann werden wir in Harmonie sein mit dem, was die alten Brüder, die Männer Gottes auch erlebt haben. Aber wir werden es heute erleben. Und wir brauchen uns dann nicht berufen auf irgendwelche Erfahrungen, die 100 Jahre alt sind, weil Gott uns frische Erfahrungen gibt im Glauben. Und darum ist es so wertvoll, dass wir zu denen gehören, die wirklich den wahren Glauben bewahren. Wir wissen doch nicht, wann der Herr kommt. Der Apostel Johannes hat gesagt, Kindlein, es ist die letzte Stunde.
Was denkt ihr, wie lange hat er damit gerechnet? Wann kommt der Herr? Wie lange wird das noch dauern? Das war im Jahrhundert nach Christus oder 90 oder so. Hat er damit gerechnet, dass das noch 50 Jahre dauert? Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Und die Geschwister, sie haben immer, immer in der Erwartung gelebt, der Herr kommt in Kürze. Aber für den Fall, dass diese in Kürze sich noch etwas verzieht, ist es für uns wichtig, dass wir fertig sind, auch wenn es länger dauert, auch wenn der Herr noch verzieht, 50 Jahre, 100 Jahre, 500 Jahre. Aber dass das, was wir haben, dass wir es weiterreichen können an unsere Nachkommen und eine Ermutigung sind, dass sie festhalten an dieser biblischen Wahrheit und dass das Wort Gottes für sie Grundlage ist und dass wir ihnen damit eine Hilfe sein können. Jeder muss selbst vor Gott stehen, auch unsere Kinder. Aber wenn der Herr gnädig ist, dann wird es uns gelingen und unseren Kindern. Gott möge uns helfen. Amen. Viele Bilder wurden uns heute gezeigt und ein Bild war, dass wir Gott nicht fassen können. Es ist wie ein Vorhang zwischen uns und der Herrlichkeit Gottes und manchmal ist dieser Vorhang zu einem kleinen Spalt offen. Wir sehen einen kleinen Ausschnitt von der Herrlichkeit, aber das ist immer nur dieser kleine Ausschnitt. Die Erkenntnis ist Stückwerk. Wir haben auch gehört, dass Gott von seiner Seite aus nicht durch diesen Vorhang irgendwie begrenzt oder beschränkt ist. Gott ist über dem Vorhang. Gott sieht auch über den Vorhang hinüber. Seine Kraft ist viel, viel größer, als dass wir die irgendwie fassen könnten. Und deshalb dürfen wir uns auf ihn verlassen, auch wenn wir nicht sehen, denn da ist ja erst der Glaube maßgebend. Wenn wir sehen, wenn wir wissen, dann brauchen wir nicht mehr glauben, weil wir haben Hebräer 11 am Anfang gelesen, es ist das Glauben dessen, was wir nicht sehen. Wir haben auch gehört, dass dieses Vertrauen auf etwas, was wir nicht sehen, einem Kontrollverlust gleichkommt, weil wir Gott vertrauen müssen. Wisst ihr, ich bin Beamter und für mich ist diese Ordnung, diese Sicherheit sehr, sehr wichtig. Und deshalb stellt es für mich persönlich immer wieder eine große Herausforderung dar, zu vertrauen. Und deshalb wollen wir uns darauf berufen und prüfen und immer tiefer in der Erkenntnis kommen, wie groß Gott ist, was er alles imstande ist, damit unser Vertrauen, unser Glauben wächst. Paulus sagt aber, dass die Erkenntnis aufbläht, aber die Liebe, sie baut auf. Deshalb wollen wir uns nicht nur auf die Erkenntnis beschränken, sondern auch auf die Liebe. Da haben wir viel Wichtiges dazu gehört. Ich hatte kürzlich ein Gespräch auf der Arbeit. Wir saßen mit 4 Kollegen zusammen und da hat eine Kollegin von Problemen auf der Arbeit gesprochen und sie hat so das eine Problem genannt. Hat jemand eine Antwort dazu? Kann jemand dieses Problem lösen? Alle schütteln mit dem Kopf. Okay, nächster Fall. Weiß jemand, wie man das macht? Nee, noch nie gehört. Und so hat sie einige Sachen vorgebracht. Und dann hat eine Kollegin gesagt, was hast du dem lieben Gott angetan, dass er dir so viel Leid schickt, so viel Böses schickt, dass du so viele Probleme hast hier auf der Arbeit. Und das war wie ein Stich ins Herz für mich. Und ich konnte nicht schweigen, ich habe gefragt, meinst du wirklich, dass es von Gott kommt? Hebräer 11, Vers 6,
Da heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Und jetzt kommt's, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Er belohnt uns dafür. Wie ist unser Gottesbild? Was sagt die Bibel dazu, wie Gott ist? Und danach sollte sich unsere Einstellung ausrichten. Was glauben wir, wie Gott ist? Was hat er denn für Gedanken mit uns? Was möchte er denn? Und dann werden wir seine Liebe sehen. Wir werden seine Beweggründe sehen. Und wir werden Vertrauen schöpfen können. Der Glaube vernichtet die Sorgen und die Sorgen vernichten den Glauben. Wisst ihr, es ist eine Zeit, in der wir mit vielen Sorgen konfrontiert werden, mit vielen Sorgen uns herumplagen. Und wenn wir nicht genug Erkenntnis haben, wenn wir nicht genug Glauben haben, dann dürfen wir darum bitten. Die Jünger haben gebetet, Lukas 17, Vers 5, stärke doch unseren Glauben. Dann dürfen wir auch wir darum bitten. Und wir haben das Lied 603, lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Kindlich, vertrauensvoll, lehre mich flehen. Und genau das wollen wir haben, darum wollen wir bitten, dass wir am Glauben festhalten, dass wir an Gott festhalten, dass Gott uns im Glauben weiterbringt, dass er uns lehrt, zu glauben und zu vertrauen und darum zu flehen. Und deshalb wollen wir in Demut zu Gott kommen, das haben wir auch gehört, nicht frech, nicht fordernd, sondern bittend. Bitte wie ein Kind, so wie es der Bruder uns gezeigt hat. Wir wollen nun aufstehen, wir wollen Gott dankbar sein und zu ihm flehen. Mein Vater im Himmel, von Herzen bin ich dir dankbar für deine Reden heute Morgen. Ich danke dir für dein heiliges Wort, das wir haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du meine Augen öffnest, dass du unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen können, dass wir glauben können. Bitte stärke du unseren Glauben und hilf uns zu verstehen, dass wir ohne dich nichts tun können, dass wir in dieser Abhängigkeit, in dieser Demut zu dir kommen und darum bitten, dass du uns hilfst, dass wir diesem hohen biblischen Maßstab gerecht werden können. Hilf doch bitte, dass wir es nicht nur hören, nicht nur predigen, sondern dass wir es ausleben, Vater. Gib du doch bitte die Gnade dazu. Amen.